So, jetzt machen wir nochmal einen Vergleichstest zwischen verschiedenen Taschenlampen. Und zwar habe ich jetzt hier wieder. Warum schaltet die jetzt schon runter? Die schaltet schon eins runter. Die ist noch nicht mehr auf der hellsten Stufe. So wäre es auf der hellsten. Und ah ne, bleibt aber auf der hellsten. Das ist jetzt wieder die Klaros. Und dann habe ich hier in der Hand noch die. Moment, die Klaros XT11G. Genau, die Klaros XT11G. Ja. Und dann haben wir hier im Vergleich jetzt mal die LED Lenser von zwei Brüder. Das ist auch eine sehr, sehr hochwertige Taschenlampe. Ob sie jetzt unbedingt eine taktische Taschenlampe ist, naja, kann man sich drüber streiten. Hat jetzt nicht tolle Features, hat eigentlich nur zwei Helligkeitsstufen und das war es eigentlich schon. Aber man kann sie fokussieren. Mit der leuchte ich jetzt mal dahin mit dem. Und es ist die PT7.2. Genau. Ne, P7.2, glaube ich, heißt die nur. Ja, LED Lenser P7.2, sorry, genau. Das ist jetzt so, die Das wäre jetzt hier die LED Lenser im Strahl praktisch, also im in der Throw-Funktion. Man kann die fokussieren. Ich fokussiere das gerade mal hier. Moment, muss die andere mal ein bisschen rausnehmen. Aber sehr schmal, sieht man hier schon. Ja, sehr, jetzt wird es hier breiter und jetzt geht es dann auch ganz breit. Aber hier sieht man kaum was. Da sieht man kaum was, aber wenn es dann hier halt. Aber man sieht es dann im Vergleich zu der hier, die leuchtet halt was ganz anders aus, die Klaros. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf den Busch. Das ist wieder die LED Lenser oder LED Lenser, wie man sagen möchte. P7.2, aber die hat einen sehr, sehr, sehr kleinen Spot, wie man hier sieht. Ne? Und hier im Vergleich dazu die Klaros. Die Klaros. GT, nee, XT11GT. Ja, nochmal hier und nochmal die Klaros. Jetzt gehen wir nochmal an das Tor da hinten. Das ist jetzt wieder die Klaros. Ja. Es wird immer nebliger. Und das ist die LED Lenser. Ja, das ist schon. Ist schon ein ziemlicher Unterschied. Hat auch nur 300, wie viel? 50 Lumen? 370 Lumen? Ja, die LED Lenser hat hier 320. Mhm. 320 Lumen. Naja, 320 gegen 2000 ist auch ein ungleicher Kampf. Auf jeden Fall, ja. Aber. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Taschenlampe und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super und super verarbeitet, die LED Lenser. Sie ist auch wahrscheinlich in echt ein bisschen schöner als jetzt auf dem Video, das muss man leider auch sagen. Dadurch, dass es heute neblig ist und sehr wenig Licht zur Verfügung steht für die Kamera, glaube ich nicht, dass sie all das so gut aufnimmt. Okay, gut, dann hätten wir noch zwei weitere Favoriten im Rennen. Dann nehmen wir jetzt mal die Phoenix dazu, oder? Genau, die Phoenix PD35 heißt die. Mhm. Damit leuchte ich jetzt mal auf der vollsten Stufe. Das ist eine ganz kleine, schöne, schnucklige, leichte Taschenlampe. Hat 5 Modi, Helligkeitsstufen. Aber du hast jetzt immer nur auf der hellsten gehabt. Wir haben jetzt alle auf der hellsten gehabt, ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Tor auch noch sehen. Ja, also ich sehe es hier. Jetzt weiß ich nicht, ob die Kamera das auch noch sieht. Ein bisschen wahrscheinlich. Ja, also für die Größe und für das Gewicht ist das echt. Ja, vom Strahl her auch. Bisschen breiter gefächert, also hier im vorderen Bereich sieht man alles wunderbar. Ein bisschen in die Bäume, hier oben nochmal. Also kann man nicht meckern. Nee, nee. Ich kann ja dagegen nochmal die Klaros anmachen. Ja, jetzt kommt die Klaros nochmal. Die ist halt einfach nochmal das Doppelte an Lumen. Ja, das sieht man ja auch sofort, dass das eine andere Nummer ist. Aber man könnte mal die Phoenix vergleichen mit der Nightcore, weil die sind etwa gleich stark von der Lumenzahl her. Die haben wir ja auch hier, die Nightcore. Mhm. Dann kann man das gerade nochmal machen. Gib mir mal die Phoenix oder die Nightcore, mir egal. Ja gut, dann machen wir mal die Phoenix nochmal an. Das ist also die PD35 nochmal. Und jetzt im Vergleich dazu die Nightcore. Was war das für eine? Wie hieß die? Hast du es noch im Kopf? Nee, nicht. Ist das jetzt die höchste? Ja, ist die höchste. Ja, genau. Ja, die hat natürlich einen bisschen breiteren Strahl, glaube ich. Oder? Macht mal gerade die Phoenix im Vergleich. Ja. Ja. Wir können ja auch mal auf die Wiese leuchten, so hier nebeneinander praktisch. Ja. Dann sieht man. Also links ist jetzt die Nightcore, ich glaube XT, ich habe den Zettel gerade nicht. Auf der Wiese sieht man, dass die Phoenix ja ein bisschen flächiger ausleuchtet, finde ich fast. Aber immer weiter nach links, weil sonst sieht man das nicht. Also rechts haben wir die Phoenix und links die Nightcore. Hm, können wir machen? Achso, wir sind da aus dem Bild draußen. Ja, eben. Das macht nicht viel Sinn. Ja,
gut, also von der Helligkeit. Leuchte mal diesen einen Baum. Ich leuchte den mal an. Ja, leuchte du mal an. Nochmal die Krone und jetzt die Phoenix. Da sieht man einen Unterschied. Deutlich sogar. Ja, da ist die Phoenix einfach flächiger, nicht so hell. Die Nightcore doch schöner insgesamt beim Ausleuchten. Das ist jetzt nochmal die Nightcore. Genau. Ja. Und nochmal die Phoenix im Vergleich dazu. Ja, ist schon ein bisschen flächiger und dadurch nicht so hell wirkend, finde ich. Aber trotzdem ist eine kleine, leichte Taschenlampe, die völlig auch ausreichend wäre mit ihren 5 Helligkeitsstufen. Hat auch ein Strobo, wenn man vorne den Waldschalter betätigt und kurz hält, dann würde der Strobo angehen. Mhm. Was ich eigentlich immer schön finde, so ein Strobo, wenn man wirklich mal irgendjemand in die Flucht schlagen möchte. Naja gut, ob es natürlich auch klappt, ist eine andere Frage. Aber für unterwegs ist sie auf jeden Fall top. So, die anderen hatten wir schon, ne? Ja, wir hatten sie eigentlich alle mal verglichen. Okay. Zumindest mal geleuchtet mit. Alles klar. Ja, tschüss. Tschö.